Der Tiger. Kampfhubschrauber. In Krisen- und Kriegsgebieten im Einsatz. Den irgendwann fliegen, das kann sie sich vorstellen. Ja, die Show gerade. Bombastisch. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, bist du dabei, wenn Marie-Helene einen Tag bei den Fritzlarer Heeresfliegern reinschnuppert. Was sie dort erlebt und wie die Bundeswehr um Nachwuchs kämpft, siehst du jetzt in diesem Video. Job bei der Bundeswehr, wäre das was für dich? Schreib uns gerne in die Kommentare. Kampfhubschrauber fliegen, das dürfen nur wenige. Da gibt es kein ein bisschen Beherrschen, sondern gibt es nur vollständiges Beherrschen. Das beherrschen in Fritzlar 90 Männer und bisher eine Frau von über 1000 Soldaten und Soldatinnen, die hier stationiert sind. Marie-Helene und weitere 17 Kandidaten, die speziell für diesen Tag vom Bundeswehr-Karrierecenter ausgewählt wurden, bekommen heute einen kleinen Einblick in den Job eines Tigerpiloten. Das ist der Arbeitsplatz des Piloten. Guter Platz. Ja. Problemlos. Jetzt müssen Sie natürlich dazu noch eine etwa 15 Kilo schwere Weste anziehen. Und normalerweise wäre hier oben auch noch das Head-Up-Display mit entsprechendem Helm. Fliegen, nicht als Passagier, sondern als Hubschrauberpilotin. Das ist der Traum von Marie-Helene. Hier kann die 25-Jährige auch einen Blick ins Cockpit werfen. Hier haben wir ja noch die seitlichen Zusatzplatten, die sind mittlerweile ein bisschen größer. Also die werden auch noch zugefahren als ballistischer Schutz gegen Small Arm Fire, wie man schon sagt, also gegen Handwaffen. Ich finde das einfach total spannend, auch wie die ganzen Funktionen da reingebaut sind, gerade auch der enge Raum, aber finde es einfach nur toll. Das hört man hier sicher gerne, denn die Bundeswehr hat Nachwuchsprobleme. In Hessen sind etwa 5000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert. Hört sich viel an, ist aber im Vergleich zur Zeit des Mauerfalls wenig. Da waren es etwa 10-mal so viele. Gegenüber der 80er Jahre ist es heute also sehr wahrscheinlich, dass man in Einsätze geht. Und das muss man schon bei der Berufswahl berücksichtigen. Die Fritzlarer Heeresflieger sind Teil der NATO-Verteidigungsplanung. Das bedeutet, wenn es ernst wird, müssen sie innerhalb weniger Tage einsatzbereit sein. Ein gefährlicher Job, funktionierendes Material, dabei ganz wichtig, findet Journalist Thomas Wiegold, der sich seit 30 Jahren mit der Bundeswehr befasst. Wenn wir ganz ehrlich sind, auch bei diesen Tiger-Kampfhubschraubern in Fritzlar, da gibt es immer wieder Berichte, wie viele eben nicht in die Luft gehen können, wie viele tatsächlich einsatzbereit sind, das ist nur ein kleiner Teil. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Bundeswehr dringend angehen muss, denn funktionierende Ausstattung, funktionierendes Gerät ist ein wesentlicher Teil der Werbung um Nachwuchs. Auch die Veranstaltung heute, Werbung. Die Bundeswehr muss Überzeugungsarbeit leisten. Marie-Helene hat Politik und Jura studiert. Politische Brandherde seien ihr deshalb bekannt. Ich glaube, alles im Leben hat ein gewisses Risiko. Natürlich ist man viel mehr im Risiko, wenn man zur Bundeswehr geht oder so. Gerade auch als Offizier ist man ja verpflichtet, ins Ausland zu gehen. Ich denke aber, dass das was ist, wo man vorbereitet wird drauf. Und von daher in gewisser Weise ein kalkuliertes Risiko ist natürlich, bis zu einem gewissen Grad. Bis es für Piloten zum aktiven Einsatz mit dem Tiger kommt, dauert es rund 10 Jahre. So, manchmal denke ich, was sind 10 Jahre? Wenn du dafür eine Top-Ausbildung hast, das Leben ist, glaube ich, noch lang genug. Geübt wird viel im Flugsimulator. Hier können Piloten Notsituationen trainieren, wie Triebwerksbrände oder andere Systemausfälle. Für Piloten ein wichtiger Teil der Ausbildung, um sich auf reale Einsätze vorzubereiten. Wir können im Realflug teilweise oder müssen auch viele Notverfahren jedes Jahr fliegen und nachweisen. Aber da sind wir begrenzt, dadurch, dass wir den Hubschrauber ja nicht wirklich kaputt machen wollen, was uns der Simulator erlaubt. Vom Simulator raus zum echten Tiger. Highlight an diesem Schnuppertag. Bei einer Flugmanöverübung ganz nah dabei sein. Wir sind jetzt wieder zurückgeflogen in den sicheren Bereich, holen die EC ab, also den EC-135 Hubschrauber, und kommen dann zu dritt wieder zur Landung. Eine Flugshow, die sich anscheinend gelohnt hat. Marie-Helenes Fazit? Also ich fühle mich eigentlich noch mehr bestätigt als ohnehin schon. Und mir wurden ganz viele Hemmnisse genommen und ich fühle mich irgendwie gestärkt und denke so, ja, mache ich. Marie-Helene scheint dieser Aktionstag der Bundeswehr in Fritzlar überzeugt zu haben. Du willst noch mehr News aus Hessen? Dann lass uns gern ein Abo da.